Türen öffnen, Brücken bauen, neue Wege beschreiten. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Yasmin Yazan ist Bestseller-Autorin, international unterwegs als Keynote-Speaker und Expertin für digitale Transformation. Sie hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Yasmin Yazan trifft Stars wie Mel Gibson oder Michael Douglas und spricht mit ihnen über die Geheimnisse ihres Erfolgs. In diesem Podcast spricht sie mit euch. Pioniergeist. Starte jetzt. Wir haben ja dieses Jahr eine etwas außergewöhnliche, für mich zumindest außergewöhnliche Reise mit unserem Tesla in die Türkei gewagt. Und für mich ist es deswegen außergewöhnlich. Zum einen bin ich nicht der Typ, der gerne mit dem Auto so weite Strecken fährt. Also das ist völlig untypisch für mich. Und dann eben der Faktor E-Auto statt normaler Verbraucher. Und auch in einem Gebiet, sage ich jetzt mal, wo es nicht mehr klassischerweise die Supercharger gibt und so weiter, was schon absehbar war, das wird eine kleine Abenteuerreise sozusagen. Und einige Dinge, die auf dem Weg in die Türkei passiert sind, waren dann auch so, auch schon mit die Ersten, mit denen ich das am Telefon geteilt habe, fanden das so cool, dass ich gedacht habe, also wir müssen da wirklich irgendwie, da ist das Interesse auch da und vielleicht machen wir einfach ein digitales Lagerfeuer und sprechen einfach mal gemeinsam darüber, beziehungsweise ich erzähle erstmal so ein bisschen, sodass ihr lauschen könnt und im Anschluss daran können wir dann letztendlich auch in den Austausch kommen. Und wir haben einen Dreiteiler und dieser Dreiteiler, da geht es darum, dieses digitale Lagerfeuer jetzt einfach mal ins Leben zu rufen und zu gucken, wenn es gut ankommt, wird es auch noch weitere Folgen geben. Mal schauen, was dann alles so rausgepackt werden kann aus dem Nähkästchen und hinter den Kulissen. Da kann man ja einiges mitmachen. Wir starten mit dem Dreiteiler in Bezug auf die Reise in die Türkei. Und ich bin total gespannt. Wie gesagt, lass uns einfach mal gemeinsam gucken, was daraus entsteht. Der Gedanke ist einfach, unverblümte Stories am digitalen Lagerfeuer mit euch zu teilen, also eigene Geschichten, die ich sozusagen mitbringe. Und diese drei Teile, die starten jetzt mit dieser Autoreise, beziehungsweise rund um den Tesla und die Erfahrungen, die ich mit dem Tesla gemacht habe, den wir selbst fahren. Und der erste Teil ist, wie du an der Stromtankstelle Freunde gewinnst. Damit wollen wir heute starten. Und bevor ich aber jetzt auf die Reise eingehe, möchte ich gerne natürlich auch noch mal ein bisschen ausholen und so ein bisschen auch die Geschichte mal aufzeigen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass wir uns für diesen Tesla entschieden haben. Alles andere als irgendwie normal, ist ja auch schon ein paar Jahre her, dass wir uns dafür entschieden haben. Und ich glaube, dass es auch ganz interessant ist, so ein bisschen diese Geschichte dahinter auch noch mitzubekommen. Und dann gehe ich gerne darauf ein, was es mit der Stromtankstelle und Freunde gewinnen zu tun hat. Und ich glaube, in der Geschichte ist auch schon einiges drin, in der Hintergrundgeschichte, was man schon in die Richtung entnehmen oder erahnen kann. Also wir haben im Februar 2017 war das, im Tesla Store in Frankfurt haben wir uns den Tesla das erste Mal angeschaut und zwar haben wir das Auto mehr oder weniger quasi beim Vorbeigehen entdeckt und dann haben wir gedacht, da nehmen wir uns mal Zeit und ich nehme vor allen Dingen auch mal die Eltern mit, weil mein Papa ist ein absoluter Autofanatiker gewesen und für den war das Auto, es war immer was ganz Besonderes und er ist also auch, er hat immer ganz viele verschiedene nacheinander, natürlich nicht gleichzeitig Mercedes gehabt und bis zu einem 500er SE und so weiter, also die größten Klassen, die es damals gab und der hat dann, sodass ich dann auch bereits als kleines Kind quasi schon wusste, was ein Kickdown ist und das war immer ein Riesenspaß. Das Einzige, was ich nicht sonderlich mochte und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die letzten Jahre nicht in die Türkei mit dem Auto gefahren bin, waren unsere Reisen damals in die Türkei, weil damals war einfach Fliegen noch so teuer, dass wir tatsächlich jedes Jahr im Sommer in die Türkei gefahren sind und es waren natürlich mehrere Tage, es war anstrengend, das Auto war von vorne bis hinten vollgepackt und das war dann so ein bisschen
eine Abneigung bei mir entstanden, so dass ich lieber geflogen bin immer, als mit dem Auto zu fahren. Und und weil ich wusste, dass mein Vater eben auch Autos so sehr liebt, haben wir das dann arrangiert, dass wir dann im Februar 2017 in diesem Tesla-Store waren, um uns das Auto mal anzuschauen. Also meine Mutter, mein Vater, mein Mann und unser damals 4-jähriger Sohn Elias war mit dabei. Und es war das Tesla X, das Auto mit den Flügeltüren ausgestellt. Und mein Sohn sagte, Mama, schau mal, das Auto kann ja fliegen. Das war total lustig. Und ich so, ja, Schatz, das Auto kann tatsächlich fliegen. Und dann haben wir uns mal reingesetzt, ein paar Fotos gemacht und für mich war es ganz besonders, dass eben mein Vater auch mit dabei war, der inzwischen jetzt auch nicht mehr lebt. Und von daher fand ich das einfach schön. Ich wusste ja auch nicht, er war ja damals auch schon sehr alt und ich wusste nicht, wie lange noch möglich und so weiter, ihn da auch mitzunehmen. Und deswegen fand ich das super. Wir haben ganz viele Fotos gemacht. Aber viel mehr als ein schönes Auto, ein bisschen geschwärmt und so weiter, war es eigentlich gar nicht. Also wir wurden dann gefragt, ob wir uns vielleicht mal für eine Probefahrt eintragen wollen. Und dachte ich, naja, warum nicht, ne? Also haben wir uns einfach mal eingetragen und wir hatten aber keine Absicht, zum damaligen Zeitpunkt irgendwie einen Tesla zu kaufen, denn wir hatten erst kurz vor der Geburt von Elias einen VW Charan mit kompletter Vollausstattung nämlich bestellt. Und das war wirklich ein tolles Auto, mein erstes Dieselfahrzeug und wir hatten vor, es wirklich so lange zu fahren, bis es Schrott ist und deswegen auch die Vollausstattung. Ja, es hat ordentlich was gekostet, also komplett mit Ledersitzen, mit Standheizung und so weiter und so fort. Also da war wirklich, ich glaube, in dem Katalog gab es nichts, was wir nicht angekreuzt haben, was wir mitbestellt haben. Und wir haben dieses Auto wirklich auch abgöttisch geliebt. Also es hat auch mega Spaß gemacht und wir erinnern uns auch heute noch sehr, sehr gern daran zurück. Aber das war dann so der Charan, das war klar, den haben wir noch ziemlich lange und dementsprechend haben wir gesagt, naja gut, vielleicht wird es ja dann unser nächstes Auto werden, wenn unser Charan dann irgendwann mal Schrott ist. Und das hat dazu geführt, dieser Gedanke allein, dass ich eben den Tesla X auch auf mein Vision Board gesetzt habe. Und zwar ein Foto von einem weißen Tesla X mit offenen Flügeltüren und einer weißen Innenausstattung. Und für mich war klar, wenn wir das Auto eines Tages haben würden, dann genau dieses Modell und diese Farbe dann auch. Also das war total interessant. Aber in diesem Store haben wir gar nicht so viel von diesem Fahrzeug erleben können. Es war einfach nur ein Wow-Gefühl. Man hat vielleicht noch den Geruch, wenn man in dem Auto sitzt, ja. Aber viel mehr war das eigentlich nicht. Und dann habe ich das einfach auf mein Vision Board gesetzt und dann haben wir so ein paar Tage noch drüber gesprochen, ein bisschen davon geschwärmt und zunehmend geriet es dann im Alltag mehr und mehr in Vergessenheit. Also wir haben da auch nicht mehr großartig drüber nachgedacht oder so. Ja, bis ich am 20. Juni 2018 dann einen Anruf von Tesla erhielt, also knapp anderthalb Jahre, nachdem wir in diesem Store waren, um uns das Auto zum ersten Mal anzusehen. Ist eigentlich unglaublich, dass das fast anderthalb Jahre später da standen offensichtlich so viele Menschen auf der Warteliste, dass es so lange gebraucht hat, bis wir überhaupt einen Anruf bekommen haben. Und die haben uns nicht vergessen, sondern ja, das hat gedauert. Und dann kam eben ein freundlicher Mitarbeiter am Telefon mit seiner Stimme um die Ecke, der dann fragte, ob wir denn weiterhin noch Interesse an einer Probefahrt hätten. Und in dem Moment dachte ich dann, warum eigentlich nicht? Und so kam es, dass wir dann ein paar Tage später dann direkt die Probefahrt gemacht haben und das war wirklich ein tolles Gefühl, in einem Auto zu sitzen, das anscheinend so ziemlich alles kann. Einmal von der Beschleunigung her, also wer sich mit den Zahlen so ein bisschen auskennt, weiß ja, dass die Teslas allgemein relativ schnell beschleunigen, innerhalb von wenigen Sekunden und gleichzeitig aber dann auch wieder das Abbremsen überhaupt völlig unproblematisch ist, bis hin zu, dass man einen Blinker setzen kann, dass das Auto quasi
selbst ins Überholen kommt, also ein Stück von diesem autonomen Fahren ist da ja schon alles mit dabei, zwar noch nicht komplett zugelassen, so dass man alles schon machen kann, was es theoretisch schon könnte, aber allein der Anteil des zugelassenen Bereichs, ja, dass man eben das Auto fahren lässt, dass man die Hände am Lenkrad hält und das Auto einfach fährt und alle Kameras um das Auto drumherum quasi alles wahrnehmen, vorne, hinten, rechts und links, was um das Auto herum passiert und tatsächlich auch entsprechend reagieren kann, die Geschwindigkeit dann auch wieder zu drosseln und so weiter. Also ein Fahrgefühl, was man eben von anderen Autos so, also ich zumindest bis dato nicht kannte, und dementsprechend war natürlich auch die Begeisterung sehr, sehr groß. Für meinen Mann war das ziemlich doof, weil der konnte leider nicht Probe fahren. Er hatte seinen Führerschein aus der Türkei. Der war nach 6 Monaten irgendwann in Deutschland nicht mehr gültig. Und ja, und er hatte sich mal bei der Fahrschule angemeldet und wollte da irgendwie noch seinen Abschluss machen. Und da hat irgendwie keine Ahnung, keine Lust gehabt. Das hat sich immer weiter hingezogen. Und dann saß er im Tesla und hat gedacht, meine Güte, jetzt kann ich das Auto nicht fahren. Ich glaube, das war dann auch nochmal so ein Kick für ihn, zu sagen, okay, er war sowieso in der Endphase, jetzt ziehe ich die Prüfungen da endlich mal durch und gucke zu, dass ich dann eben das Auto auch dann vielleicht irgendwann mal fahren kann. Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir dann eine kurze Probefahrt gemacht und haben dann einen Tag später tatsächlich das Auto bestellt nach der Probefahrt, was überhaupt nicht geplant war. Und denn zu diesem Zeitpunkt hatten wir nämlich mit unserem VW eine große Enttäuschung erlebt. Es war vom Dieselskandal betroffen und für uns war total klar, dass wir das Auto nicht mehr weiterfahren werden. Auch nicht mit irgendwelchen Updates, die uns da angeboten wurden und so weiter, weil das Vertrauen war einfach weg. Und die Frage, die sich natürlich trotzdem stellte, war, was wäre denn eine gute Alternative? Aber es war gerade auch in so einer Zeit, wo immer mehr andere Autohersteller eben auch, wo das auch rausgekommen ist, dass sie ebenfalls das Gleiche gemacht haben, ebenfalls in diesen Skandal im Prinzip verwickelt sind und sodass im Grunde genommen für uns die Frage stand, na, wem kann man denn jetzt eigentlich noch vertrauen, in Anführungsstrichen. Also ich glaube, das hat wirklich auf dem Markt nochmal auch einiges verändert, zumindest für uns, unser Vertrauen war weg. Und wir haben, für uns war klar, es kommt kein VW in Frage, es kommt kein BMW in Frage und so weiter. Also die waren für uns erstmal unten durch mit der Geschichte. Und just in diesem Moment, und so sollte es offensichtlich sein, kam eben dann diese Probefahrt und eigentlich ja eher 1,5 Jahre später, normalerweise geht sowas ja deutlich schneller, also als ob das irgendwie, wie ist es, ich glaube nicht an Zufälle, es fällt uns zu. Also es war quasi die perfekte Gelegenheit, um tatsächlich darüber nachzudenken. Und eine Alternative hatten wir nicht. Hinzu kam, dass dann auch noch eine Aktion lief, genau bis zum 30.06. Und wir hatten die Probefahrt am 29. gemacht, sodass wir gesagt haben, okay, wir entscheiden uns innerhalb von 24 Stunden, entweder machen wir es oder lassen es dann halt komplett bleiben. Und das führte dann dazu, dass wir das Auto bestellt haben. Und also ging dann eine neue Ära für uns mit den Autofahrten sozusagen los. Das heißt, man muss ja irgendwie alles auch erstmal neu lernen. Wir haben dann das Glück gehabt, dass wir das Auto eben rechtzeitig oder frühzeitig genug bestellt haben, sodass unsere Ladungen tatsächlich sogar kostenfrei sind. Also und zwar bis wir das Auto irgendwann mal vielleicht verkaufen. Das heißt, europaweit haben wir die Möglichkeit, eben unseren Tesla kostenfrei an den Superchargern von Tesla auch zu laden, ohne dafür einen extra Cent in die Hand nehmen zu müssen. Das ist natürlich super bequem. Aber das war für uns nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war für uns einfach, dass wir uns in dieses Auto verliebt hatten, dass wir es schön fanden. Es war genau der richtige Zeitpunkt. Manchmal denkt man ja vielleicht, 1,5 Jahre später ist der Kunde wahrscheinlich da auch nicht mehr dran interessiert, diese Probefahrt zu machen. Aber witzigerweise kam es eben genau zu dem richtigen Zeitpunkt, als das mit dem Dieselskandal aufkam und unser Auto auch davon betroffen war und eben auch nach einer Alternative bereits
Ausschau gehalten wurde oder überlegt wurde. Und wir haben dann das Auto Ende September 2018 ausgeliefert bekommen. Das war dann quasi mein Geburtstagsgeschenk. Und für mich war das am Anfang sehr, sehr ungewohnt. Also ungewohnt deswegen, weil ich das Gefühl hatte, wenn wir auf der Straße irgendwie fahren, jeder schaut uns an und jeder guckt irgendwie, wer der Fahrer ist, was das für ein Auto ist. Und das fand ich am Anfang wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, weil normalerweise ist man ja relativ anonym unterwegs, aber in diesem Auto ist man gar nicht mehr so anonym, hatte ich den Eindruck, weil wirklich jeder einfach aus reinem Interesse, ne, einfach geschaut hat, ein schönes Auto, vielleicht auch schon entdeckt hat, dass es ein Tesla ist und hat sich vielleicht schon damit auseinandergesetzt. Aber es war einfach eine massive Umgewöhnung für mich, damit irgendwie klarzukommen, dass man doch ganz schön so im Blick, also im Visier ist von anderen, und habe mich am Anfang sogar noch sehr unwohl gefühlt, kann ich mich daran erinnern. Mittlerweile geht's, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, und es gibt ja mittlerweile auch deutlich mehr Teslas auf den Straßen, was natürlich auch dazu führt, dass es jetzt nicht mehr ganz so außergewöhnlich ist. Aber Ende 2018, so lange ist das ja gar nicht her, war das noch durchaus so, dass man immer noch wirklich Ausschau halten musste, dass man überhaupt einen Tesla auf den Straßen gesehen hat. Das hat sich dann quasi ja gewandelt, nachdem das Modell 3 auch ausgerollt wurde. Und und am Anfang, auf der einen Seite war es ein Unwohlsein, aber es gab auch noch ein anderes sehr, sehr interessantes Phänomen, und damit leite ich dann quasi dann auch über zu dem Titel unseres heutigen Raumes, nämlich wie du an der Stromtankstelle Freunde gewinnst. Auf der einen Seite ist es so, dass die Tesla-Fahrer untereinander, wenn sie sich auf der Straße im Auto begegnen, dass sie eben grüßen. Das ist wie so eine Art Community. Das war so das eine, was uns aufgefallen ist, relativ zeitnah. Und das andere ist, an der Stromtankstelle, an der Zapfsäule sozusagen fürs Auto, ist es dann so, dass man ins Gespräch kommt, weil man hat ja, es dauert ja eine Weile, bis man dieses Auto geladen hat, und das führt dann auch dazu, dass man natürlich sich überlegen kann, sitze ich im Auto und gucke mir jetzt irgendwie ein Filmchen an oder arbeite ich vielleicht oder ja, steige ich mal aus, vertrete mir die Beine, gehe mal zur Tankstelle. Die Zapfsäulen von den Superchargern, die sind in der Regel so ein bisschen außerhalb, meistens sowieso Raststätten, an denen die dann auch angebracht sind, also meistens nicht zentral in der Stadt, sondern so ein bisschen außerhalb gelegen, was eigentlich auch ganz gut ist, weil man dann auch diese Säulen relativ gut auch erreichen kann. Und und dann hat man im Prinzip, auch wenn es dann ein Schnellladevorgang ist, braucht man schon irgendwie so 45 bis Minuten bis eine Stunde, je nachdem, weil nach 30 Minuten des Schnellladens wird dann das runtergedrosselt, sodass es also etwas langsamer geht. Jetzt hat man eben zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man sagen, okay, ich lade jetzt mal für 30 Minuten auf und fahre dann weiter und halte eben bei der nächsten Säule wieder an, um dann wieder 30 Minuten aufzuladen. Oder man sagt, ich bleibe jetzt einfach hier und lade das Ganze eben voll, und dann dauert das etwa eine Stunde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich in dieser Zeit? Und häufig ist es so, dass hier dann eben Begegnungen entstehen. Begegnungen ganz interessanter Natur, Menschen, die aus anderen Ländern kommen und gerade an der gleichen Station sind, um ihr Auto aufzuladen, zum Beispiel aus Holland, Belgien oder wo auch immer her, wo man schon an den Autokennzeichen erkennen kann, ne? Dann haben die natürlich auch alle unterschiedliche Modelle. Manche sind mit dem 3 unterwegs, andere sind mit dem X, andere wieder mit dem S, sodass eben auch hier wieder interessante Gespräche stattfinden, so nach dem Motto, wie ist es jetzt bei deinem Auto, wie ist es bei mir, was geht bei dir, was geht bei mir noch nicht und so weiter. Sodass es wirklich ganz, ganz spannend ist, wie viele Begegnungen hier stattfinden und wie viele Kontakte hier allein schon an der Ladestelle entstehen, weil man einfach die Zeit dafür hat, auch zu plaudern. Und diese Zeit dafür haben wir ja normalerweise so im Alltag nicht. Normalerweise, wenn wir ein Auto laden gehen, einen normalen Verbrenner, dann ist es ja so, dass wir quasi an die Säule gehen, schnell tanken, reingehen, bezahlen und weiterfahren. Also da sind ja im Grunde genommen keine wirklichen Möglichkeiten auch für die Begegnungen.
Ja, und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Das heißt, wir haben immer wieder an allen möglichen Ladestationen von Tesla auch unglaublich viele Menschen kennengelernt. Und dann kann man sich natürlich selbst entscheiden, ob man hier auch Nummern austauschen will, ob man hier vielleicht auch noch andere Dinge machen möchte. Das ist ja dann auch sehr individuell. Aber grundsätzlich ist es unfassbar, wie viele neue Begegnungen hier stattfinden, was eben völlig untypisch ist zu dem, was wir normalerweise kennen. Und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und dann haben wir uns entschieden, eben in die Türkei zu fahren. Und wie ist das zustande gekommen? Das möchte ich gerne auch noch mal kurz erläutern, aufzeigen. Und zwar, wir haben uns mal nach Ticketpreisen umgesehen. Und ihr habt das sicherlich selbst auch schon jetzt mitbekommen, dass die Flugtickets ja unwahrscheinlich die Preise in die Höhe geschossen sind. Klar, logisch. Wir haben dann mal geschaut, wir können ja nur in den Sommerferien fahren, weil unser Elias ja eben auch schon schulpflichtig ist und nur innerhalb dieser Zeiten es für uns möglich ist, wirklich auch eine größere Sommerreise jetzt für uns zu machen oder zu realisieren. Und dann haben wir festgestellt, dass zwei Dinge, die essentiell für uns waren. Das eine war, für uns drei hätten die Flugtickets 3.000 Euro gekostet für hin und zurück. Und dann haben wir noch festgestellt, dass es noch nicht mal einen Direktflug gibt. Es wurde irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich wegen Corona und weil irgendwas da einiges umgeswitcht wurde in den Flugplanungen. Es gab keinen direkten Flug mehr an den Ort, wo wir hinfliegen wollten, obwohl das in den Jahren zuvor immer ein Direktflug war und bedeutete 3 Stunden im Flieger sitzen. Und jetzt hätte es bedeutet mit Zwischenstopp und so weiter und so fort, dass wir allein die reine Reisezeit inklusive Zwischenstopps am Flughafen wären wir 12 Stunden unterwegs gewesen. Und da kam dann der Moment, wo ich gesagt habe, die haben doch einen Schuss. Ich flieg doch nicht in Summe sozusagen 12 Stunden in die Türkei, habe dann vor Ort auch kein Auto, brauche dann einen Mietwagen sozusagen und zahle dafür dann auch noch 3.000 Euro. Nee, das kommt nicht in Frage. Und das war so der Moment, wo wir angefangen haben, darüber nachzudenken, ob man wohl mit dem Tesla in die Türkei fahren kann, ob das wohl gehen würde. Und dann habe ich meinen Mann gebeten, habe gesagt, schau dir doch mal an, wie das mit den Ladestationen ist. Guck doch mal bitte, ob das möglich wäre. Würden wir die Türkei erreichen? Was genau würde das bedeuten? Und das hat er dann auch gemacht. Und wir haben festgestellt, dass die Ladestationen von Tesla europaweit wirklich gut aufgestellt sind, wir haben dann gedacht, okay, das könnte zwar ein bisschen knifflig werden und so weiter, müssten wir uns vielleicht noch auch Alternativen überlegen und gucken, was man machen kann. Aber man hat eben schon sehr deutlich, wenn man sich die Karte anschaut, gesehen, dass es im Prinzip wie so eine Linie ist, an der man entlang fahren kann und bis nach Bulgarien die Säulen entsprechend schon auch aufgestellt sind, so dass man da eben auch relativ gut voranschreiten kann. Dann stellte sich allerdings die Frage, wie geht es dann ab der Türkei sozusagen weiter? Denn in der Türkei sind zwar schon ein paar Säulen angebracht, die sind aber noch nicht, die funktionieren noch nicht. Die sind quasi, die haben Folien drüber gepackt bekommen. Warum auch immer, sind die noch nicht in Betrieb. Und da stellte sich natürlich die Frage, was bedeutet das dann ab Bulgarien, wenn es dann in die Türkei reingeht? Also letzte Ladestation in Bulgarien und wie würde es dann weitergehen? Also ziemlich viel Aufregung auch im Vorfeld. Und dann haben wir mal gesagt, wir probieren das aus. Wir testen das. Wir gucken, wie das ist mit dem Tesla, tatsächlich so viele 1.000 Kilometer zu fahren. Zum einen, was für uns eben nicht Usus war. Die vielen Kilometer sind es aber nicht. Es ist viel mehr als die vielen Kilometer letztendlich eben, was passiert nach Bulgarien, wenn eben Tesla-Säulen nicht mehr da sind. Und ab dem Moment stand dann fest, als wir gesagt haben, okay, wir machen das und wir probieren das aus und wir gucken, was passiert, war klar, das wird für uns eine Abenteuerreise. Und bisher ist es das auch tatsächlich. Und ja, dann haben wir ganz viel geplant, haben verschiedene Sachen geschaut. Wir haben bis hin zu so ein Solaraggregator und so weiter und also sowas Kleines, ne, was man mobil mitnehmen kann und so weiter, damit man, falls wir liegen bleiben
sollten auch die Möglichkeit haben, noch mal ein paar Kilometer weiter zu kommen als das, wo wir liegen geblieben sind. Das kann in einem Wald oder an einem Randgebiet oder so ja schon mega sein, wenn man ein paar Kilometer weiterkommt als ursprünglich geplant. Ja, kann schon helfen. Bis hin zu Seilen und was weiß ich was, damit wir auch abgeschleppt werden können oder sonstiges, wenn wir wirklich irgendwo stehen bleiben sollten. Ich meine, man malt sich ja dann doch alles Mögliche aus und es ist nicht abwegig, weil je nachdem, wie viel Stau ist oder sonst irgendwas auf den Strecken, man kann das ja nicht alles irgendwie wirklich 100% bis zum letzten Schliff sozusagen planen, ist tatsächlich auch viel denkbar und möglich. Insofern haben wir gedacht, wir sind besser mit Plan B und C sozusagen ausgestattet, bevor wir da stehen und irgendwie nicht mehr weiter wissen. Und so sind wir dann gestartet. Und haben dann auf unserer Reise auch hier wieder ganz tolle Begegnungen gehabt und zwar nicht nur mit Menschen und das war das, was ich so faszinierend fand und das war auch der Grund, warum ich dann letztendlich das Foto mit dem Huhn zum Beispiel genommen habe. Weil wir sind dann wirklich an den Zapfsäulen und die sind ja dann auch teilweise wirklich abgelegen, so ein Stück weit, ne? Sind wir dann irgendwie auch, Tieren begegnet, total spannend. An der einen Station ist uns ein Hund entgegengelaufen und wedelte sowas von mit dem Schwanz, also total goldig. Die haben wir jetzt schon bereits getauft, also die hat wahrscheinlich schon einen Namen, aber wurscht, wir haben sie getauft, die heißt jetzt Shekhar. Shekhar heißt übersetzt Zucker, also im Sinne von zuckersüß. Und die hat sich total, das war so eine, wie so eine Mall, wo man einkaufen kann außerhalb und wir waren eben nachts da, es war eben nichts mehr los. Dann offensichtlich lebt dieser Hund eben da draußen und ist da draußen zu Hause. Und die ist dann auf uns zugekommen, hat mit dem Hintern und mit dem Schwanz gewedelt bis zum Umfallen und hat erstmal geguckt, ob sie Resonanz bekommt, die sie dann bekommen hat, hat sich dann wunderbar streicheln lassen, alles Mögliche. Und das war natürlich eine Riesensensation, gerade auch für den Elias, ja, der auch Tiere liebt. Und haben ein bisschen mit dem Hund gespielt, gestreichelt, alles Mögliche. Und dann, als sie fertig war, als sie genug Streicheleinheiten hatte, ist sie dann abgezogen, hat sich unter den Baum wieder breit gemacht und hat sich schlafen gelegt. Und das war zum Beispiel eine Riesensensation, ja, im Sinne von cool, dass man hier eben auch Tieren begegnet und in Deutschland ja mehr oder weniger fast unvorstellbar, ne? Also so, weil wir haben ja keine freien Tiere draußen im Sinne von, ne, also die Hunde oder so, die haben ja normalerweise ein Zuhause und da würde jetzt nicht ohne Herrchen oder so ein Hund irgendwie draußen unterwegs sein. Aber das war zum Beispiel in der Türkei dann völlig normal. Da leben eben viele Tiere auch draußen und ohne Herrchen. Das kann man jetzt bewerten als positiv, nicht positiv, wie auch immer. Ich will gar nicht in die Bewertung reingehen. Es war einfach eine wunderschöne Begegnung, die wir hatten. Es hat total Spaß gemacht. Und und an einer anderen Säule haben wir dann da gesessen draußen und haben gewartet eben, dass es soweit ist und plötzlich kam dann ein Huhn um die Ecke und hat uns und total zutraulich gewesen, was ja auch total ungewöhnlich ist, finde ich, weil normalerweise sind die ja relativ scheu und ist dann auf uns zugelaufen, ist ganz in die Nähe gekommen, hat uns angeguckt und hat dann die ganze Zeit, den konnte man natürlich jetzt nicht streichen, das haben wir auch nicht versucht, weil wir wollten den Huhn jetzt auch nicht verscheuchen, aber auch das war total interessant, weil es natürlich auch für den Elias eine wunderbare Geschichte war, einen Huhn auch jetzt so hautnah sozusagen zu erleben, zu beobachten, zu gucken und der hat den Schnabel aufgemacht, wie sieht der Schnabel aus, wie sehen die Füße aus, ne? Das kann man sich manchmal gar nicht so vorstellen, aber es ist einfach sehr, sehr interessant. Und so haben wir quasi auf der einen Seite sowohl Begegnungen, ganz viele mit aus der gleichen Rasse sozusagen, Spezies, Mensch gehabt, als auch mit Tieren. Und das sind jetzt einfach mal so ein paar Beispiele, die total faszinierend sind und halt eben letztendlich auch deswegen möglich, weil man sich die Zeit sozusagen nehmen muss, ein Stück weit, um da eben auch genauer drauf zu schauen, sich die Zeit zu nehmen, ein Stück weit auch runterzufahren. Und dazu werde ich dann nächste Woche mehr machen in Bezug auf
auch Effizienz und Beschleunigung und Entschleunigung. Ist dann unser zweites Thema, auf das ich näher eingehen möchte. Bin ich auch total gespannt, wie das für euch dann so ist, weil das sind ja so Argumente dann teilweise auch, ne, die Zeit habe ich gar nicht dafür oder so. Deswegen gucken wir uns nächste Woche dann im Deep Talk auf jeden Fall das Thema Effizienz an. Und am Sonntag sprechen wir dann beim digitalen Lagerfeuer über Beschleunigung und Entschleunigung. Da freue ich mich auch schon total drauf. Heute möchte ich einfach bei diesen Begegnungen bleiben, weil das war für uns eine Riesenfreude und auch Menschen eben aus unterschiedlichen Ländern zu begegnen, aus unterschiedlichen Ländern mit Menschen einfach in den Austausch zu kommen. Und es ist völlig unkompliziert. Also es ist so völlig selbstverständlich, wenn man eben an dieser Säule ist, wenn man wartet, wenn man aussteigt, dass man einfach ins Gespräch kommt. Da ist keiner irgendwie genervt, da ist keiner im Stress oder sonst irgendwas, sondern die Zeit dafür ist auch da. Und das finde ich einfach auch eine unglaubliche Bereicherung. Und bei dieser Reise jetzt, die wir gerade machen und gemacht haben, auf der Hinreise eben auch noch diese Begegnung mit den Tieren, das war für uns noch so das i-Tüpfelchen. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, soweit erstmal dazu. Ich bin total gespannt, was ihr dazu sagt. Insofern möchte ich gerne an dieser Stelle für mich jetzt erstmal kurz die Aufzeichnung abrunden und dann können wir gerne auch nochmal in den Austausch kommen, sodass wir vielleicht auch nochmal gemeinsam drüber sprechen, wie das für euch ist, wo ihr vielleicht noch Fragen habt dazu oder ähnliches oder vielleicht habt ihr auch ähnliche Erfahrungen selbst gemacht, vielleicht habt ihr selbst einen Tesla und möchtet auch gerne darüber erzählen oder ähnliches, dann seid ihr sehr, sehr gerne herzlich eingeladen und damit beende ich erstmal die Aufzeichnung. Pioniergeist. Du sagst der Veränderung, wo es lang geht. Jasmin Yazan hilft Menschen und Unternehmen, Veränderungen selbst zu gestalten. Mehr zu Keynotes, Workshops und aktuellen Projekten gibt's auf www.jasminyazan.com. Pioniergeist. Starte jetzt!